Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test im Monat Juli. Wir testen das Spiel Entwined oder Entwined, keine Ahnung. Jedenfalls, ich weiß nicht, was das für eine Art von Spiel sein soll. Ich lasse mich da überraschen. Und ich würde mal sagen, dass es losgeht. Anscheinend gibt es einen Vogel und einen Fisch, die wahrscheinlich Freunde sind. Ich werde jetzt erstmal die Lautstärkeneinstellungen machen. So, dann werde ich bei mir mal den Sound ein bisschen runter machen. Momentchen. Kann gleich losgehen. So. Okay. Sprache Deutsch. Tipp. Doch, so an sein. Steuerungseinstellungen. Nein, das ist mir jetzt erstmal egal. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön aus. Es gibt. Oh, okay. Herausforderung und Story. Wir spielen jetzt einfach mal die Story. Ich versuche, soweit es geht, Cutscenes zu überspringen, da es ja nur ein Let's Test ist. Und wisst ihr was, Freunde? Ich habe schon wieder vergessen, den Timer zu stellen. Aber ist egal. Erstes Leben. Ah, ach, gucke mal. Zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebtes, achtes, neuntes. Neun Leben gibt's also. Okay. Ich bin gespannt, was das für eine Art von Spiel ist. Also, wenn es eine Story hat, dann interessiert sie mich zwar, aber in einem Test ist sie für mich irrelevant. Ehrlich gesagt. Oh. Zum äußeren Rand Rolle. Ah! Ah, okay. Ah, okay, interessant. Man muss mit den. Ja, ich bin ja schon da. Ah, und jetzt mit dem Stick hier so. In dem Bereich natürlich. Okay, das ist ja cool. Das könnte wahrscheinlich noch richtig hart werden. Also richtig Story ist es anscheinend nicht. Oh, und jetzt habe ich beide. Oh. Jawohl. Ah, das ist schick. Das behalte ich auch. Ich glaube, das werde ich auch privat spielen. Da ist kein. Oh, hier müssen beide sein. Oh, Tatsache, dann wird's grün. Oh. Okay, jetzt geht's richtig los. Ach du Scheiße. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön aus, hier alles. Okay, es gibt auch bewegende Ziele. Interessant. Das Spiel ist echt schön. Es hat eine wunderschöne Grafik und wow, ich bin gerade ein bisschen fasziniert davon. Ich hoffe, ihr seid auch so fasziniert davon wie ich. Es ist echt schön. Oh, da gibt es sogar. Ach du Scheiße. Oh. Das ist ganz schön hart, sich auf mehr Sachen zu konzentrieren. Ach du Scheiße. Okay, echt interessantes Spiel. Also davon wird jetzt kein Let's Play kommen. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Zum Let's Playen ist das jetzt nicht geeignet. Aber wie gesagt, kostenlos im PS Store, im PlayStation Plus Store natürlich. Für den Monat Juli. Sehr schickes Spiel. Sehr interessantes Spiel, Prinzip. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Okay, was auch immer wir gemacht haben. Oh, fuck.
Ey, nicht gut. Okay. Ah, die müssen näher kommen. Ah, sie wollen also eigentlich. Also, so gesehen ist die Story, sie wollen befreundet sein. Aber da er ein Vogel ist, der blaue und der. Oh! Oh! Okay. Interessant. Das gibt mir jetzt was? Nach unten. Okay. Der wollte nicht nach unten. Wo muss ich denn hin? Hä, was ist denn jetzt los? Ah, da unten ist ja was. Oh, hätte ich da durchfliegen müssen. Ich habe die Bronzetrophäe Unschuld bekommen. Oh, jetzt geht's los schon mit dem zweiten Leben. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, wir machen noch ein Level. Und danach gucken wir uns den Herausforderungsmodus an. Oh, das sieht ja schon mal ganz anders aus hier. Oh, ganz andere Musik. Interessant. Okay. Also, mehr kann ich zu dem Spiel auch eigentlich gar nicht sagen. Es ist total. Mal was anderes. Würde ich jetzt mal behaupten. Zwei Let's Tests kommen auch noch. Also dann morgen und übermorgen kommt da noch eins. Wow. Nice. Okay. So wie ich mich kenne, werde ich es heute wahrscheinlich durchspielen. Oh, Scheiße. Oh. Nein. Ach, Mann. Jawohl. Ich hab's fast geschafft. Nein, jetzt habe ich nicht mit dem richtig gelenkt. Puh. Das ist echt hart. Okay, ich kann fast. Nein, ach Mann. Komm schon. Jawohl. Oh. Ach. Ich dachte, ich wäre jetzt schon zum Drachen. Aber interessant, dass Vogel und Fisch ein Drache ergeben soll. Nein, Mann, was mache ich denn jetzt hier?
Ja, komm schon. Ja. So ist schön. Jawohl. Und jetzt bin ich wieder ein Drache. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der Sinn dahinter ist, aber ich glaube, das Spiel soll keinen Sinn haben. Uäh. Nein, nach unten. Wo soll ich denn? Ah, da unten ist noch was, ja. Ich sehe schon. Da oben ist auch noch was. Muss ich denn lang? Ah, okay, da oben. Okay. Und durch da? Ja, und dann habe ich es wahrscheinlich wieder geschafft. Lebendigkeit habe ich als Bronze-Trophäe. Okay. Ich möchte jetzt aber erstmal beenden, weil zwei Level reichen, glaube ich. Ah, die kommen, glaube ich, sich immer näher. Ah, ja, da guckt mal. Das 8. Leben und das 9. Leben. Ne, da geht der wieder weg. Was ist denn da los? Egal. Guck mal bei den Herausforderungen. Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall. Okay. Das gucken wir uns mal kurz an und danach ist das letzte Test auch schon vorbei. Geht nicht so lange wie Rocket League. Keine 35 Minuten und 42 Sekunden. Okay, what the fuck, was jetzt? Wow. Okay. Na, shit. Ah, man hat Leben. Interessant. Weil die Musik so beruhigend ist. Ja, ob ich es noch schaffe. Wow. Es wird schon langsam schwer. Okay, wow. Ich bin gerade irgendwie gut. Oh Gott, jetzt wird's ja... shit. Okay. Verkackt. Aber 142. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Moment, was?
Jetzt ernsthaft 180 Punkte? Wow. Okay. Krasser Scheiß. Alles klar. Gut. Da war es das jetzt mit dem Letztest von Entweint oder Entweinet. Also jetzt so von den Punkten, jetzt wenn ich jetzt sagen würde von 1 bis 5, würde ich dem Spiel. Also ich würde mal sagen, storytechnisch ist natürlich jetzt, kann das nix, ist ja halt keine richtige Story, obwohl es wahrscheinlich eine Story hat, aber die muss man erstmal durchschauen. Das ist ja bei Indie-Titeln immer sehr, sehr schwer für mich, finde ich. Die Atmosphäre ist schon mal 5 Sterne, das ist richtig schön. Das Gameplay ist jetzt in der, okay, ich würde jetzt sagen, 2 Sterne ist jetzt nichts Innovatives, aber doch irgendwo cool, also 3 Sterne. Alles in einem würde ich sagen, ich würde es mir privat nochmal angucken, aber Let's Playen oder sonst was oder Let's Chill, was weiß ich alles, würde ich es nicht machen. Auf jeden Fall, es war ein nettes Let's Test. Vielleicht kann man das ja mal in so eine Art Mini-Party-Rubrik reinnehmen, was ich vielleicht irgendwann mal machen werde. Also so, keine Ahnung, dass man das da dann spielt. Was weiß ich, neue, die Herausforderung nochmal toppen oder so. Keine Ahnung, aber wenn dann mit einem Kumpel. Ja, ansonsten, nettes Spiel. Ich schaue mir auf jeden Fall die anderen zwei Spiele für PS4 noch an. Da wäre Mousecraft und Styx. Master of Shadows. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und ja, dann war es das für dieses Let's Test. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt doch mal bitte in den Kommentaren, wie euch das Spiel gefällt. Das ist ja mal sehr, sehr wichtig für mich, finde ich. Denn eure Meinung zählt ja auch. Rocket League war zum Beispiel ein Vorzeigespiel, was es in den Battles geschafft hat. Bei den anderen Spielen bin ich mir noch nicht so sicher, ob es da vielleicht ein Let's Play zu geben wird. Vielleicht zu Styx, mal gucken. Aber ansonsten, cooles Spiel. Ja. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Haut rein, Leute, und ciao.